Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February und ich freue mich heute sehr, Isabel Weiser dabei zu haben. Isabel ist die oder eine der Gründerinnen von The Plate und hat das gemeinsam mit ihren Mitgründerinnen im Februar 2021 gegründet. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil wer gründet denn freiwillig in Corona und warum? Das ist natürlich ein Thema, da müssen wir drauf zurückkommen. Um mal zu erklären, was The Plate macht, wenn ich es ganz einfach beschreiben wollen würde, dann ist es quasi so OnlyFans für Köche. Das ist, ich glaube, plakativer geht's nicht und das lasse ich mal ganz kurz so stehen, bis wir dann ein bisschen mehr im Detail auch drüber sprechen. Und noch ein bisschen zum Kontext. Du warst 6 Jahre vorher bei Bain in der Strategieberatung und irgendwann war dann der Moment, doch was Eigenes zu machen. All das, darauf gehen wir gleich im Podcast ein und besprechen es im Detail. Aber bevor es losgeht, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Die erste Frage muss natürlich sein, wann hat dich denn überhaupt die Faszination gepackt, etwas zu gründen? Wann gab es das erste Mal diesen Moment, dass du gesagt hast, irgendwann will ich vielleicht was Eigenes machen? Also ich glaube, das erste Mal war schon vor sehr, sehr langer Zeit, als ich nach dem Studium, nach dem ersten Job umgeschaut habe, hatte ich mir damals direkt eigentlich entweder ein paar unternehmerische Optionen angeschaut. Das war die Zeit, in der Rocket ein ganz großes Thema war. Hatte mir das irgendwie genauer angeschaut, weil ich das wahnsinnig spannend fand. Und die Alternative war eben dann Strategieberatung, wo ich eben davor Praktika gemacht hatte. Und der Grund, warum ich mich dann für Strategieberatung entschieden habe, war, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so ganz am Anfang meiner Karriere wollte ich irgendwie gerne nochmal so ein bisschen mehr strukturiertes Mentorship bekommen und nochmal mehr lernen. Hatte aber das Gefühl, dass die Beratung nichtsdestotrotz eigentlich einer der Bereiche war, wo man so wirklich als Bachelor-Absolvent am frühesten, am meisten Verantwortung schon bekommen hat. Und das hat sich für mich zumindest eigentlich auch wirklich in den ersten Jahren so bewahrheitet, dass man als Praktikant direkt nach seiner Meinung gefragt wird zu wirklich recht wichtigen Themen. Ja, war für die damalige Stufe ja sehr viel Ownership und das hat mich immer schon total motiviert. Würdest du heute wieder in die Beratung gehen oder eher zu Rocket? Also vielleicht, sagen wir mal Rocket-Ersatz, weil Rocket ja jetzt nicht mehr so shiny ist wie damals vielleicht, aber würdest du ins Startup gehen heutzutage oder würdest du nochmal in die Beratung gehen? Ja, wie gesagt, also wie du schon richtig sagst, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ich glaube, ich wäre damals, hätte ich das wieder so gemacht, für mich damals gleich entschieden sozusagen. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass es heutzutage, wo der Startup-Markt in Deutschland sehr viel weiter ist und dass der sehr viele, sehr spannende Unternehmen gibt, durchaus eine ganz valide Entscheidung ist, wenn man auch sagt, man geht direkt in ein Startup. Ich würde am Anfang der Karriere eben einfach immer darauf schauen, dass ich irgendwo hingehe, wo tolle Leute sind, von denen man sich ganz viel abschauen kann, weil darum geht es am Anfang einfach sehr stark. Auf jeden Fall stimme ich dir zu 100% zu. Die Anschlussfrage ist immer, weil ich gemerkt habe, okay, warte, das geht oft auseinander. So der erste Moment, wo man eigentlich gründen möchte und der Moment, wo man dann sagt, okay, ich bin jetzt bereit oder ich mache es jetzt einfach, auch wenn ich mich vielleicht nicht bereit fühle. Wann war denn der Moment und welche Umstände haben dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt? Ja, also ich würde eigentlich sagen, dass also eigentlich dass ich vielleicht auch schon früher mich dafür bereit gefühlt hätte. Ich glaube nur, es ist eher so, dass damit man irgendwie erfolgreich gründen kann, natürlich sehr viele Sachen stimmen müssen. Es muss irgendwie die Idee sein, die einen wirklich für viele Jahre begeistern kann. Es müssen die richtigen Leute an Bord sein, mit denen man Lust hat, für viele Jahre unfassbar eng zusammenzuarbeiten. Das hilft natürlich sehr, wenn die Idee auch irgendwie in einen Markt fällt, der momentan interessant und spannend ist. Also es sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die sich alle alignen müssen. Und deshalb würde ich sagen, die Idee jetzt wirklich zu sagen, ich gründe jetzt, war eher dadurch getrieben, dass es irgendwie das richtige Thema zur richtigen Zeit war und das hätte auch theoretisch früher passieren können. Der einzige Punkt, der, glaube ich, ja so ein bisschen mit
Zeit wirklich an sich zu tun hat, ist, dass sich bei mir irgendwann das Gefühl eingestellt hat, es kann ja eigentlich gar nichts passieren. So, diese Erkenntnis hat sich irgendwann bei mir so durchgesetzt, aber natürlich, davor hat man häufig so ein bisschen Risikoabwägungen gemacht und irgendwann war ich einfach an dem Punkt, vielleicht kommt das auch dann so ein bisschen, ein Stück weit mit einer positiven Gleichgültigkeit, wo ich irgendwie einfach gesagt habe, naja, also wenn es jetzt halt schief geht, ja, dann begebe ich mich halt auf die Jobsuche. Deshalb war das vielleicht so ein bisschen ein Gedanke, der sich einfach irgendwann durchgesetzt hat und ich glaube, den man auch sehr aktiv auch ein bisschen wahrscheinlich nochmal mehr stimulieren kann, wenn man schon früher daran denkt. Das heißt, du hast dir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie sieht der Worst Case eigentlich aus? Und dann sah Gründen gar nicht mehr so unattraktiv aus, wie vielleicht, oh, ich muss jetzt einen Job aufgeben und was, wenn es alles schief geht, sondern mehr so, ah, warte, im Worst Case suche ich mir vielleicht einfach in Anführungszeichen nur einen neuen Job. Absolut. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, ne? Also viele machen schon den Fehler, dass sie sich nicht mal runterdeklinieren, wie sieht eigentlich Best und Worst Case aus und das dann ins Verhältnis setzen, weil der Worst Case wirkt immer viel schlimmer, wenn man ihn noch nicht zu Blatt Papier gebracht hat, weil meistens für uns, gerade als Menschen, die irgendwie in Deutschland leben, ist es ja jetzt nicht so schlimm. Für die allermeisten wird es immer so sein, dass man irgendwo unterkommen kann, dass man 1, 2, 3 Monate überbrücken kann, dass man woanders wieder genommen wird, wenn man, gerade wenn man nach einer Gründung, die gescheitert ist, vielleicht doch wieder einen Job sucht. Und da also hilft es wirklich, sich einfach mal aufzuschreiben, was, wenn das denn schief geht. Und da merkt man, ah, das wird mich gar nicht umbringen. Das ist eher sogar verhältnismäßig okay als Worst Case verglichen mit der positiven Seite, die sich entwickeln kann, wenn das alles gut läuft. Ja, total. Und ich glaube, das ist natürlich, ich bin mir sehr bewusst, dass das auch ein Stück weit was mit Privileg zu tun hat. Ne? Also man muss das natürlich trotzdem auch ermöglichen können, dass wenn man sagt, ich könnte auch mal ein paar Monate einfach mich selbst finanzieren und überbrücken und ich habe auch genug Vertrauen, dass ich danach auch nochmal einen anderen Job finde. Ich glaube, da ist es natürlich ein Vorteil, wenn man ein bisschen gearbeitet hat davor. Aber grundsätzlich bin ich da vollkommen bei dir und ich finde auch immer, es hilft sehr zu überlegen, wie würde ich das dann bei anderen Leuten sehen, wenn jetzt ein Freund zu mir kommt und sagt, soll ich das machen? Ich glaube, dann sind wir alle sehr schnell geneigt zu sagen, ist doch gar kein Problem, weil wenn es schief geht, da passiert ja nichts. Bei uns selbst sind wir da meistens ein bisschen strenger und ich glaube, das mal sich vorzustellen, wie, was würde ich mir selber raten als außenstehende Person, kann sehr hilfreich sein. Das auf jeden Fall. Warum dann am Ende The Plate? Also was waren die Gründe, die dazu geführt haben, dass ihr genau dieses Modell gewählt habt? Was hat euch in der Welt gefehlt oder welches Problem habt ihr erkannt, wo ihr sagt, okay, da mussten wir einfach drauf einsteigen? Ja, das war ein bisschen über Umwege. Also Anfang letzten Jahres war Nadine, die jetzt heute meine Mitgründerin ist, auf mich zugekommen und wollte eine, ja sozusagen mal ganz grob, eine Entertainment-Plattform im Kochbereich gründen. Und ich war zuvor in der Beratung, das war der erste Lockdown und es war wirklich so, dass ich zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben wirklich viel Zeit zu Hause verbracht habe, war davor natürlich immer sehr viel gereist. Und Kochen war damals dann eines der Dinge, die mir zu Hause eingesperrt auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und da ging es mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Deswegen hatte ich eigentlich auf das Thema Kochen sofort irgendwie super viel Lust und hatte da auch ein sehr gutes Bauchgefühl bei. Hab dann also recht kurzerhand meinen Job bei Bain gekündigt und habe mit Nadine, bin damals aus Zürich nach Berlin gezogen, 5 Minuten weg von Nadine. Die war dann ab dem Tag täglich bei mir in der Küche und dann haben wir uns angefangen, auf dieses Thema zu stürzen. Wir haben natürlich als ersten Schritt ganz viel mit irgendwie Köchen, Foodbloggern, Kochbuchautoren und so weiter, also auch potenziellen Nutzern natürlich auf der anderen Seite gesprochen. Und mussten dann leider nach einigen Wochen schon feststellen, dass diese damalige Idee nicht wirklich überzeugt hat. Also die Nutzer hatten damals unser Angebot so ein bisschen als Kitchen Stories 2.0 wahrgenommen und wir haben einfach recht schnell gemerkt, dafür gibt es jetzt irgendwie keinen Appetit. Wir haben zur gleichen Zeit aber umso mehr gesehen, dass irgendwie in diesem Bereich etwas super fundamental falsch läuft, weil auf der einen Seite haben wir eben gesehen, dass es eine wahnsinnige Leidenschaft der Köche gab, diese kulinarischen Inhalte zu produzieren, ihr Handwerk zu teilen mit Leuten, die das spannend fanden.
und andererseits gesehen, wie schwer es ist, in dem Bereich Geld zu verdienen. Also dass wirklich sogar Leute, die Kochbücher geschrieben haben, die auf New York Times Bestsellerlisten gelandet sind, damit kein Geld verdienen konnten. Und das eben im Kontrast zu dieser Begeisterung für diese Inspiration, die Nutzer daraus gezogen haben, auf der anderen Seite, da hatten wir einfach das Gefühl, dass da irgendwie was fundamental falsch läuft. Und dann bin ich eines Tages auf Patreon gestoßen. Patreon, für die, die es nicht kennen, das ist eine Plattform, die es Creatoren erlaubt, sich ein Subscription-Business aufzubauen. Also gleiches Modell wie bei uns. Nur ist Patreon jetzt nicht auf einen Bereich spezialisiert, sondern da gibt es von irgendwie Visual Artists, Podcastern, Musikern, wirklich alles. Und in das Konzept habe ich mich eigentlich direkt verliebt, weil ich konnte mich selbst einfach sehr, sehr damit identifizieren, dass es immer mehr Leute gibt, die selbstbestimmt arbeiten wollen und die ihre individuellen Talente nutzen wollen, um das zu tun. Und das war eigentlich so ein bisschen ein Kernmoment. Patreon ist in den USA super etabliert. Die Creator haben über diese Plattform schon über 2 Milliarden an Einkünften generiert. Das ist längst ein Unicorn. Und da gab es auch schon einige Food-Accounts, die wir uns dann genauer angeguckt haben und begonnen haben zu nutzen. Und haben dann recht schnell gemerkt, irgendwie das Konzept ist super, aber so die User Experience ist irgendwie nicht toll. Wenn ich da mir jetzt zum Beispiel irgendwie ein Kochtutorial angeschaut habe, dann war das Rezept als PDF beigefügt, weil das da auf Patreon eben ja als horizontaler Plattform eben keine spezielle Maske für gab. Und vor dem Hintergrund, dass ich eben einen monatlichen Beitrag dann zahlen musste, war dann einfach klar, irgendwie die User Experience ist noch nicht da, wo sie sein müsste für dieses Thema. Und damit war uns eigentlich dann klar, was es braucht wirklich und was man wirklich bauen sollte. Und zwar wirklich einfach nur eine Plattform, die den Köchen die richtigen Features in die Hand gibt, dass sie eben selbstbestimmt auf ganz unterhaltsame, intime und interaktive Weise kulinarische Inhalte und Sessions mit ihrer Audience teilen können. Und daran arbeiten wir noch heute und das macht uns sehr viel Spaß. Ich stelle jetzt einfach ganz frech, ohne viel darauf einzugehen, die Frage, die sich da anschließt, wo steht ihr denn aktuell? Also was muss man über euch aktuell wissen, außer wie das Modell funktioniert, was du ja gerade schon erklärt hast? Ja, also um mal chronologisch vielleicht vorzugehen, also wir hatten dann, nachdem wir diesen Entschluss gefasst haben, innerhalb von einem Wochenende haben wir das irgendwie alles gedreht, was wir da machen wollten und haben dann letztes Frühjahr für dieses Thema eine Pre-Seed-Runde geraced. Hauptinvestor ist Atlantic Food Labs, die man auch von Gorillas ja ganz gut kennt, hatten auch direkt dann einen amerikanischen Fonds für uns gewinnen können und ein paar Angels, zum Beispiel Philipp Krakener, den man dann ja auch aus der Podcast-Szene auch dort ganz gut kennt, und haben die Mittel dann genutzt, um auf der einen Seite unsere Beta-Version zu bauen und auf der anderen Seite ganz stark uns darauf zu fokussieren, ein richtig starkes Team aufzubauen. Haben da jetzt ein 16-köpfiges Team, 8 Developer und mit deren Hilfe zusammen dann im Dezember dem ersten Creator unsere Beta-Version zur Verfügung gestellt, damit der eben damit launchen konnte. Und genau, ein bisschen forward-looking, jetzt haben wir eben seit Dezember einige Creator, die diese Plattform schon nutzen können und haben da ganz, ganz viel gelernt und deswegen ganz viele spannende Themen auf der Product Roadmap. Das ist jetzt, was jetzt ansteht für dieses Jahr. Wenn ich mir jetzt mal angucke, wie teuer Tech inzwischen wird, wenn ich hier versuche, in Berlin oder Europa irgendwie gute Entwickler zu finden oder auch in den USA, auch wenn man remote hat, man sieht ja heutzutage, was da so passiert und mal die News lese, was so Rumors, wie viel Geld ihr aufgenommen habt. Wie schafft ihr es, von all dem Geld und da wirklich ein gutes Tech-Team aufzustellen und was macht ihr anders vielleicht als die typische Firma? Ja, also wir haben unser Tech-Team von Anfang an in den Philippinen aufgebaut. Der Grund dafür kam, dass wir in unserem Launch-Team, also wir haben neben Nadine und mir recht schnell ein tech-fokussiertes Launch-Team aufgebaut, haben da über einen Freund die Intro zu einem unserem jetzigen CTO Dan bekommen, der in den Philippinen lebt.
Und das aus dem Grund, dass er vor einigen Jahren für ein Berliner Team, für eine Berliner Firma, das Tech-Team aus Berlin nach Manila verlagert hat. Und lebt da eben heute noch und war eben sehr zufrieden mit dieser Transition. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, diesen Zugang und dieses Wissen direkt auch für uns zu nutzen. Wie funktioniert das für euch? Ist es so, dass ihr sagt, hey, das ist unsere Produktvision, das brauchen wir. Hey Dan, kannst du das mal mit all den Entwicklern kommunizieren und übernimm das mal? Oder wie kann ich mir die Kommunikation dann am Ende vorstellen? Ja, ich glaube, da gibt es zwei Modelle. Das einmal, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist wirklich eher so ein bisschen fast ja schon outgesourced. Das ist nicht, was wir machen. Wir sind ja ein ganz produktgetriebenes Business. Von daher war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir das als einen absoluten Kern unseres Geschäfts sehen. Das heißt, wir haben wirklich eine Tochterfirma auf den Philippinen. Alle unsere Developer sind bei uns angestellt. Wir haben zusammen Team-Events, auch wenn die virtuell momentan stattfinden müssen. Und das ist wirklich Teil unseres Teams. Und das ist super wichtig für uns. Die Konsequenz ist einfach, dass ich morgens immer schon eine recht volle Inbox habe, weil die Philippinen uns da 7 Stunden voraus sind. Wir aber sonst einfach wirklich jetzt wie so ein deutsches remotes Team ganz normal zusammenarbeiten. Okay, ja, ich glaube, das muss man nur einmal irgendwie auch aufarbeiten, wenn man das schon hört, dass man mal versteht, wie das eigentlich funktioniert. Und deswegen hatte ich auch so die Frage so ein bisschen frech hergeleitet mit, was macht ihr eigentlich anders als andere Startups? Weil wenn ich da schon gesagt hätte, was ihr macht, wäre es ja auch langweilig. Und dementsprechend, ich finde das nur faszinierend, weil oft denkt man ja, man muss sich in dem Rahmen bewegen, den man schon kennt. Und man sieht dann durch sowas halt auch, dass man eigentlich aus jedem Rahmen, den man sieht, in einer gewissen Form auch ausbrechen kann und das anders gestalten kann. Und das ist, glaube ich, immer ganz gut, da auch zu überlegen, hey, kenne ich jemanden, der es anders gemacht hat, unterhalte mich mit dem und dann kann ich immer noch entscheiden, was die bessere Lösung ist. Aber davon auszugehen, dass ich A machen muss, weil ich bisher nur A kenne, ist natürlich auch oftmals was, was einen vielleicht zurückhält oder vielleicht ja, eine falsche Entscheidung sein kann. Natürlich sollte man nicht alles unendlich überdenken und irgendwie 10-mal umwälzen, um dann zu entscheiden. Aber irgendwo der Mix daraus ist, glaube ich, ganz gut. Und ich finde es ganz spannend, dass ihr eben das Tech-Team nicht typisch in Berlin sitzen habt oder so. Und das fand ich nämlich bei der Recherche ganz cool und dachte mir, da müssen wir mal drüber sprechen. Ja. Ich glaube auch, wie du sagst, das ist auch total individuell und da gibt es jetzt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, dass man die Augen offen hat, wenn einem so jetzt eine Möglichkeit über den Weg läuft, wie bei uns jetzt zum Beispiel, wir das bei Dan, über Dan gesehen haben, dass man dann auch offen ist und sich das anschaut, auch wenn das vielleicht jetzt nicht alle so machen. Ich muss es jetzt einleiten. Und zwar hast du gerade Dan schon angesprochen und das zeigt sich ja im Thema Netzwerk auch so ein bisschen. Herzlich willkommen zur Community Corner, heute präsentiert von LinkedIn. Und mit der Frage, so welche Rolle spielt denn Netzwerk bei euch fürs Gründen? Du hast jetzt gerade angesprochen, dass ihr Dan schon kanntet und das sich dann irgendwie ergeben hat. Aber welche Rolle spielt Netzwerk sonst für dich und euch bei der Gründung? Ja. Ja, ich glaube, ohne jetzt auch Schleichwerbung machen zu wollen für LinkedIn vollkommen transparent, kann mir sagen, dass das für uns natürlich auch ein absolutes Kerntool ist, darüber so das weitläufigere Netzwerk nutzen zu können, was man so hat. Also man hat ja immer sehr präsent so die besten Kollegen und Freunde, aber es gibt natürlich auch inzwischen ein großes Netzwerk von ein bisschen weiter entfernten Kontakten. Und da natürlich für uns als super junges Team Hiring und das Finden von den richtigen Talenten ein total großes Thema ist, ist da auch einfach das Netzwerk wahnsinnig wichtig. Wir haben verschiedenste Stellen ausgeschrieben, aber wir suchen auch immer ganz aktiv nach den richtigen Personen für verschiedene Seniore-Positionen, die wir jetzt auch in den nächsten Monaten ankündigen werden oder announcen werden, wer uns da joint. Da haben wir einige Key Hires gemacht. Und wenn man als Startup anfangs noch nicht so wahnsinnig bekannt ist, ist es natürlich trotzdem toll, Bewerbungen zu bekommen. Aber es hilft natürlich auch, wenn man sich selbst auf die Suche begibt und da ist ein Netzwerk und rumzufragen oder sich auf LinkedIn umzuschauen, wie man kennen könnte, wer spannend sein könnte, einfach auch super entscheidend.
Wir kennen uns ja quasi auch über LinkedIn. Ich hatte mit Jenny Saft geschrieben, beziehungsweise auch gesprochen, auch im Podcast für den Female February, die ja auch dabei ist, die uns dann auf LinkedIn vorgestellt hat, weil sie meinte, hey, mit Isabel musst du unbedingt auch sprechen. Und dementsprechend, ich lebe selbst so ein bisschen auf LinkedIn, deswegen ist immer ein bisschen Schleichwerbung sowieso bei mir dabei gewesen. Aber interessant, dass das andere ja auch so erleben. Das ist ja immer das ist immer so, wie nimmt man es selber wahr und was passiert bei anderen? Und ich glaube auch, wenn man so ein paar Stichpunkte reinwerfen möchte, dann ist das sowas wie Active Sourcing, was du gerade beschrieben hast, für neue Positionen, einfach ein Riesenthema. Und ich kenne auch wirklich wenig Startups, die das inzwischen ohne lösen können, als zumindest einen Kanal. Nicht, dass es die Lösung für alles ist, aber ich finde es interessant, wie sich es als Plattform entwickelt hat und dass es da auch als Tool zur Seite steht. Aber mal weg von dem nur auf LinkedIn gedacht, so was ist dir bei Netzwerk wichtig. Ich, ganz kurzer Disclaimer, ich weiß, wie schwer das ist, das runterzubrechen, weil man macht es oft eher so, ich sag mal, aus dem Flow heraus. Jetzt nicht so, dass man da irgendwie krass viele Strategien für sich runtergeschrieben hat und dann der Reminder, ich muss unbedingt mit der Person nochmal sprechen und ähnliches, nur um irgendwie Kontakt zu halten. Aber für Leute, die sich gerade das erste Mal damit beschäftigen, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ja, super schwieriges Thema, das, wie du sagst, das so zusammenzufassen. Was ich da vielleicht auf so persönlichem Level zu sagen kann, ist, dass ich ganz am Anfang so meiner Karriere, da hört man nicht, wer BWL studiert, war bei Bain und auf diesen ganzen Veranstaltungen, auf die man dann auf uns zugeht, hört man natürlich immer, es ist super wichtig zu netzwerken. Und ich weiß noch genau, dass ich mir damals immer gedacht habe, so, ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Netzwerker, weil das hat sich eben, wie du sagst, für mich immer noch so sehr irgendwie einem bewussten Prozess angehört oder einem ganz geheimen Talent, wo jetzt manche Leute einfach ganz tolle Netzwerker sind. Und hatte eigentlich immer gedacht, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube, es hat sich dann einfach, wie du sagst, sehr natürlich gebildet, aber nicht aus Zufall, sondern einfach, weil ich habe an vielen verschiedenen Stellen gelebt. Ich bin auf verschiedene Unis gegangen und ja, ich würde mal sagen, ich war dort, wo ich war, einfach auch immer sehr aufmerksam. Ich interessiere mich sehr für verschiedene Menschen und ich war in Situationen, in denen ich war, in Veranstaltungen etc., einfach wirklich immer sehr interessiert aus purer Neugierde, neue Leute kennenzulernen, wirklich nicht aus dem Hintergrund zu netzwerken. Und ganz häufig habe ich dabei nicht gedacht, dass das jetzt irgendeine tolle Berufsconnection war, aber es hat sich dann häufig im Nachhinein doch herausgestellt, dass über 10 Ecken diese Person, selbst wenn sie vielleicht gar nicht in meinem Bereich war, jemanden kannte und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, wenn man einfach ein Interesse hat an Leuten und ein bisschen umtriebig ist und rausgeht und verschiedene Sachen sich anschaut, dass sich das dann sehr natürlich aufbaut. Und dass man natürlich dann schon auch immer aktiv denken muss, okay, ich brauche jetzt Hilfe bei dem und dem Thema, einen Rat bei dem und dem Thema. Muss ich das jetzt wirklich alleine lösen oder kann ich vielleicht irgendwie an jemanden denken, der mir da helfen kann? Und dann ergibt sich das, glaube ich, beides zusammen recht natürlich. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man da für sich versteht, dass man sich da nicht zu zwingen muss, dass man einfach dem Ganzen seinen Lauf lassen kann. Und auch wenn alle darüber reden, wenn man noch nicht weiß, wie das am Ende für einen funktioniert, einfach mal mit Menschen sprechen und sich gar keinen Druck machen, weil sich es eh entwickelt. Da kann man, glaube ich, den Druck ein bisschen rausnehmen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Lass uns mal, wir haben jetzt vorhin so ein bisschen die letzten, ja, das letzte Jahr geskippt, im Sinne von sehr kurz zusammengefasst. Und das klingt so, als ob bis auf den Pivot alles super gelaufen wäre. Und da gibt es bestimmt ja noch ein paar Sachen, die nicht immer glatt gelaufen sind. Also ihr habt freiwillig während Corona gegründet, das ist das eine. Ich meine, das ist ja natürlich also auch Corona ist für digitale Themen natürlich immer relativ vorteilhaft, glaube ich, weil jeder sich dann darüber Gedanken machen muss. Ich kann mir gerade vorstellen, auch bei Köchen ist es so, okay, da war wahrscheinlich, oder da sind digitale Lösungen wahrscheinlich jetzt super, super wichtig geworden und werden es immer weiter. Weil, naja, wenn Restaurants zu haben, können wir uns ja alle vorstellen, was da eigentlich gerade in der Branche so vor sich geht.
Aber lass uns mal auf Themen eingehen, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, oder sind, die im Hintergrund vielleicht auch immer wieder euch vor Herausforderungen gestellt haben. Wenn du so zurückblickst, was fällt dir denn ein, wo du sagst, hey, das war schon eine taffe Zeit, auch wenn ich da heute zurückblicke und sage, hey, haben wir vielleicht schon gelöst, alles gut, aber das hat mich schon mal ein paar Nächte auf Trab gehalten. Ja, also ich glaube, eines der Themen, was einfach mir sehr bewusst wurde durch dieses erste Jahr, ist, dass es anfangs auch einfach sehr stark darum geht, schnell zu sein. Also ich glaube, sobald man mal dieses Thema hat, wo man sagt, da bin ich jetzt wirklich überzeugt von, das würde ich auch selber weitermachen, wenn das jetzt kein VC unterstützen würde, sondern ich glaube da wirklich selbst dran, dann geht es, glaube ich, häufig auch im ersten Jahr darum, dass man sehr viele Themen auf der Liste stehen hat, die einfach mal aufgesetzt werden müssen und die man einfach abarbeiten muss. Und da geht es, glaube ich, auch sehr stark um Schnelligkeit, dabei schnell zu sein. Ja, also das sind Themen wie steuerlich zu verstehen, wie funktioniert unser Modell, Terms of Service und solche spannenden Themen. Und da einfach durchzuarbeiten, das ist einfach eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich glaube, das war ein großes Learning für uns und das ist auch sehr herausfordernd. In dem Zusammenhang ist natürlich dann essentiell, wie man so um sich hat. Und ich glaube, da waren zwei Learnings, die für uns super wichtig waren. Einfach so auf der einen Seite Co-Founder Beziehungspflege. Also mit jemandem zu gründen ist tatsächlich fast wie eine Heirat, würde ich sagen. Ich bin nicht verheiratet, von daher kann ich das vielleicht nicht erlauben, dieses Judgment, aber ich würde es behaupten. Das heißt, ich glaube, was wir für uns darauf festgestellt haben, es ist wahnsinnig wichtig, dass man offen kommuniziert, dass man auch ganz viel lobt, was gut läuft, und dass man aber auch ganz offen und schnell adressiert, was nicht gut läuft. Das war eines der Themen, die uns sehr viel bewusster wurde über die Zeit und die wir jetzt, glaube ich, sehr gut machen. Und ein anderes Thema war auch, dass ich denke, es sehr hilft, wenn man von Anfang an recht Senior hiert. Also, dass man die ersten Leute, die man sich an Bord holt, jetzt nicht irgendwie denkt, ah, ich stelle zum ersten Mal eine Person ein und jetzt muss ich irgendwie das Geld zusammenhalten und irgendwie gucken, wie das geht, sondern dass man eher darauf setzt, wirklich Leute zu finden, die ganz viel Expertise schon mit reinbringen und dass man damit verschiedene Fehler, die anfangs vielleicht passieren, vermeiden können. Genau, das waren eigentlich, glaube ich, so die großen Learnings. Deine Frage jetzt vielleicht nicht ganz beantwortet, weil du nach Hindernissen gefragt hast. Aber ja, ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich glaube, also das höre ich übrigens sehr oft, dass man dann merkt, okay, Senior hiren macht mehr Sinn. Das machen die meisten, aber erst nachdem sie mal sehr Junior geheiert haben und dann gemerkt haben, was da eigentlich für eine Dynamik herrscht. Und um das mal kurz in Kurzform runterzubrechen, in dem Moment, wo du jemanden einstellst, der halt deutlich erfahrener ist, oder Senior eben, was ja sehr erfahren bedeutet, dann wissen die Leute meist schon, wie die Prozesse aussehen sollen und wissen, zu welchem Punkt sie vielleicht kommen können, zumindest auch vom Toolstack und wie das alles aussehen kann. Und merken dann, okay, da muss ich oder da kann ich die Firma hinbringen und können auch dementsprechend Verantwortung übernehmen. Wenn du Junior-Leute einstellst, dann hast du oft Leute, die gerade, muss nicht sein, dass es der erste Job überhaupt ist, aber kann einer der ersten Jobs sein. Und da musst du halt sehr viel mehr anleiten. Und was hast du als Gründerin nicht? Zeit. Und was brauchst du aber, um Junior-Leute irgendwie weiterzuentwickeln? Auch Zeit. Und das steht sich dann oft im Weg. Und das merkt man meistens erst, wenn man dann doch mal mit ein paar Junior-Leuten gearbeitet hat. Deswegen ist das so eine Erkenntnis, die, glaube ich, da oft aufkommt. Auch wenn das jetzt sehr vereinfacht von mir dargestellt ist. Aber nur, dass man sich da mal reinversetzen kann, wo das eigentlich herkommt, warum es Sinn machen kann, auch gegebenenfalls deutlich mehr. Ja, in die Waagschale zu werfen, wenn man jemanden einstellt, weil Senior-Leute sind deutlich teurer als Junior-Leute. Aber das ist auch der Grund, warum sich's lohnen kann, wenn man halt dann Leute hat, die wissen, in welche Richtung kann man die Firma weiterentwickeln und dann wissen, okay, wie kann ich die Vision auf den Bereich übertragen und du nicht alles vorgeben musst und die Leute selbst entwickeln musst. Das mal nur so als kleiner Einwurf meinerseits.
Total, und vielleicht noch ein Punkt eben dazu. Es klingt natürlich jetzt wie die Allzwecklösung, ist natürlich aber auch einfach extrem schwer, weil wie du gesagt hast, einfach als Startup, selbst wenn man sagt, ich investiere da rein, sich das häufig die Gehälter von den Leuten so nicht leisten können. Aber das ist halt dann wiederum, wo man sein Kommunikations- und Überzeugungsgeschick, was man ja sowieso im Unternehmertum braucht, dann natürlich einfach einsetzen muss, um die Leute eben davon zu überzeugen, dass, auch wenn das vielleicht ein bisschen ein riskanteres Thema ist, da so viel Potenzial drin ist, dass sie doch Lust haben, an Bord zu kommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr langfristig finanziell attraktiv sein könnte, als heute direkt de facto ist. Ja. Eine Sache, die du noch geschrieben hattest, ich hatte ja im Vorfeld so ein bisschen ein paar Sachen abgefragt, auch Hindernisse. Und was du meintest, ist die Balance aus Growth Mindset und seiner Intuition treu zu bleiben, war ein Thema, was immer wieder, ich sag mal, ja, nicht so einfach war. Was meintest du damit? Ja, ich glaube, dass das fällt in das ganze generelle Thema, was dich ja auch interessiert, so Female Founders oder womit du dich jetzt eher in diesem Monat beschäftigst. Ich glaube, dass es zwei Sachen gibt, dass einmal bei Frauen generell schneller mal vermutet wird, dass sie nicht das notwendige Growth Mindset haben und ein bisschen so zu klein denken, zu taktisch. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch manchmal bei Frauen so ist, dass wir so fokussiert darauf sind, die unmittelbare Aufgabe gut zu machen, dass man aus dem Blick verliert, ob es da vielleicht auch eine Abkürzung hingibt zu dem Ziel, auf das man zusteuert. Und das ist dieses Thema Growth Mindset, also konstant darüber nachzudenken, okay, wohin wollen wir eigentlich und wie können wir dorthin kommen und ist das, was ich heute mache, jetzt wirklich das Beste immer noch oder gibt es da irgendwie ja größere Hebel, um ein paar Schritte zu überspringen? Und ich glaube, das ist eben eine Balance. Auf der einen Seite, vor allen Dingen, wenn man Venture Capital Investoren so früh wie wir an Bord bringen, ist das was von aus der Sicht, aus der Ecke natürlich auch immer wieder ins Bewusstsein gerufen wird, was ich glaube, was auch sehr hilfreich ist. Und auf der anderen Seite muss man dann auch die Balance halten, wo man sagt, okay, wo machen wir jetzt heute schon groß oder denken jetzt heute schon Growth und wo denken wir heute noch nicht Growth? Und wir beispielsweise haben aktuell nur, vergeben wir nur limitiert Zugang zu der Plattform. Also du kannst, wir arbeiten da mit einem ausgewählten Kreis von Leuten zusammen, von Creatoren, die wir ausgewählt haben, weil wir da momentan noch ganz viel Co-Creation machen, was das Produkt angeht. Und deswegen ist das für uns sehr hilfreich gewesen. Das wird sich auch sehr bald jetzt ändern und wir möchten immer mehr Creatoren die Möglichkeit geben, die Plattform zu nutzen. Side Note, da kann man sich auch bewerben bei uns auf der Website. Aber nichtsdestotrotz war das für uns der richtige Weg, weil wir da total wertvolle Einblicke gewonnen haben, die jetzt mit 300 Creatoren von Tag 1 schwieriger verdaulich gewesen wären. Mhm. Ja, super spannend. Ich glaube, das muss man auch sich immer wieder vor Augen führen, dass man da so trotzdem so einen kleinen Spagat immer machen muss und nicht jede Entscheidung direkt auf maximal skalieren von Sekunde 1 an ausgelegt sein muss, sondern halt auch da echt entscheiden muss, was brauche ich denn gerade eigentlich? Und oft sind so gerade diese Kern-Insights am Anfang, wie arbeiten die Leute denn eigentlich, wo liegen wirklich die Probleme, ganz gut, wenn man die erstmal sammeln kann, dann mit diesen Personen gemeinsames Produkt weiterentwickeln kann, dann die, ich sag mal, Beta-Version 2 an mehrere Leute rausgeben kann, dann nochmal validieren, ob die Punkte stimmen, was man vielleicht noch vergessen hat, weil es ein bisschen anderer Case ist bei jemand anderem und das dann rauszugeben. Also das auch, glaube ich, für die Produktentwicklung super, super spannend. Und natürlich auch fürs Mindset, weil man sich da auf verschiedenen Ebenen bewegen muss, weil parallel muss natürlich irgendwie trotzdem dem Team und auch den Investoren eine gewisse Vision geben und auch den Leuten, die man einstellen möchte und mit denen man partnern möchte. Und das ist ja immer so dieses große Spagat, was man dann als Gründer, ich sag mal, in Minuten oder in dem Fingerschnips irgendwie hinkriegen muss. Und deswegen ist das ja nicht ganz einfach. Eine letzte Frage möchte ich noch stellen. Und zwar, oder beziehungsweise zwei. Die erste Frage wäre, gibt es etwas, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest? Ich glaube,
das klingt vielleicht nicht nach so einem simplen, nach so einem wahnsinnig schwierigen Erkenntnis, aber dieses Thema von Schnelligkeit und dass es wirklich das Gründen im ersten Jahr, nachdem die Idee steht und das Konzept auch wirklich wasserfest ist, sehr viel um auch schnelle Execution einfach geht und eine große To-Do-Liste, die man durcharbeitet. Das war einfach was, was mir, glaube ich, mal jemand gesagt hat, der sehr, sehr erfolgreich gegründet hat. Und das war für mich dann auch im ersten Jahr, das auch intensiv war, auch sehr gut zu wissen, dass man das in Perspektive setzen konnte. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, was ich stark gemerkt habe, was bei, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, bei Gründen wahnsinnig wichtig, abgesehen von kreativen Denken, Priorisierung und diesen Themen, die man immer hört, ist Kommunikation. Ich glaube, es ist wahnsinnig essentiell, dass man gut kommuniziert. Man muss jeden Tag irgendjemanden von der Vision überzeugen, weil die noch nicht für sich selbst spricht. Das heißt, das können Mitarbeiter sein, das können Zulieferer sein, das können Investoren sein. Und deswegen glaube ich, gut kommunizieren zu können, ist ein bisschen eine Superpower in dem Bereich. Und das war für mich auch eine neue Erkenntnis, die sehr hilfreich war. Und als letzte Frage, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt, zu gründen? Ich glaube, ganz praktikabel, ich finde immer, oder bei mir war das zumindest so, dass das Thema, mit wem man gründet, immer ein ganz großes Thema ist. Und ich war damals, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt, wenn ich mich immer umgeschaut habe, ohne das wirklich zu wissen. Ich habe erstens irgendwie immer gedacht, das müssen super enge Freunde von mir sein. Und ich habe mich zweitens wirklich unbewusst immer nur nach Frauen umgeschaut. Und ich glaube, beides muss nicht der Fall sein. Ich glaube, man kann durchaus mit Leuten gründen, die man ein bisschen weniger gut kennt, wenn man gut viel Zeit anfangs verbringt und validiert, dass man die gleichen Werte hat, gerne gleich ähnlich arbeitet, die ähnlichen Ambitionen hat. Und ich glaube, man sollte sich auch durchaus unter seinen männlichen Freunden umschauen. Das gilt natürlich auch andersrum für Männer, die sich bei ihren weiblichen Freunden umschauen können. Und ich bin jetzt sehr glücklich natürlich mit Nadine als weiblicher Co-Founderin, aber ich glaube einfach, ich hatte da unbewusst meinen Pool immer früher sehr eingeschränkt. Ich glaube, das war mal ein Thema, was ich Leuten mitgeben würde. Und das andere Thema wäre wahrscheinlich das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, zu sagen, was kann denn passieren im Worst Case, was würde ich jemand anders raten? Und ist das Risiko in meiner individuellen Situation nicht vielleicht doch recht kalkulierbar? Und ich traue mich das jetzt einfach mal und habe ganz viel Spaß daran, was ich lerne. Dem Ganzen würde ich nichts mehr hinzufügen, sondern es gern so stehen lassen. Und da natürlich sagen, wer jetzt gerade sich noch als Content Creator bewerben möchte und parallel zur Gründung vielleicht auch noch ein bisschen kochen möchte und da sagt, hey, ich koche liebend gerne und möchte da noch inspirieren, schaut euch The Plate mal an, verlinke ich natürlich alles in der Beschreibung, beziehungsweise den Shownotes und ansonsten auch Link zu deinem LinkedIn-Profil, falls man noch irgendwie Fragen hat, gibt es auch in der Beschreibung. Ich gehe jetzt einfach mal frech davon aus, dass man dir noch eine Frage stellen darf und sag an der Stelle vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, waren sehr coole Insights mit dabei und bin sehr gespannt, was man von euch demnächst so hört. Und wenn man das Produkt dann bei immer mehr Leuten sieht, bestimmt auch mal aus der User-Seite zu testen. Vielen lieben Dank dir, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.